Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Es ist Wochenende und ich drehe für euch nur ein ganz schnelles kleines Video. Oh, diese Woche war doch ein bisschen anstrengender als gedacht. Und diese nicht mehr schöne Blume hängt da drin. Die Küche kriegt ihr nächste Woche auf jeden Fall. Nur jetzt geht es ein bisschen schneller. Heute kam ein Paket von Temu an. Das habe ich bezeigt, keine Kooperation. Und ich möchte euch nur zeigen, was ich gekauft habe. Okay, das ist der Geschirrspüler. Und zwar ganz schnell. Also nur so ein paar Sachen habe ich. Und zwar habe ich mir nochmal, der Klein, diese Stirnbänder gekauft. Oh, ich fand die so süß. Und zwar in diesen Farben. So süß. Sie findet die auch toll, aber zum Spielen. Ja. Naja, aber so für den Frühling habe ich gedacht, das ist doch süß. So, dann habe ich... Ich weiß nicht genau. Ich wollte immer so ein Nasenpiercing haben, aber irgendwie habe ich mich nie getraut und dann durfte ich nicht. Und dann, wo ich so alt war, ich hatte ja auch hier Piercings. Ich weiß gar nicht, das seht ihr, ne? Ich hatte zwei... Also eins und dann ist das zugewachsen, weil ich das von der Arbeit aus rausnehmen musste. Und während der Arbeitszeit ist das zugewachsen und ging nicht mehr rein. Und dann habe ich mir daneben nochmal einstechen lassen. Und ja, jetzt sieht man halt eben, dass da... Ja, sieht nicht schön aus. Naja, auf jeden Fall ist auch egal. Hier hatte ich keins, aber wollte ich immer. Und dann haben alle gesagt, das tut so weh. Und habe ich es nicht gemacht. Naja, egal. Und dann gibt es ja auch diese mit Magnet, ne? Also, aber da habe ich Angst, wenn man mal niest, dass man das rausniest, ist ja noch nicht mal so schlimm. Aber wenn man mal macht oder so, dass das mit hochgeht, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall habe ich mir hier so einen Ring gekauft, ich glaube. Ich weiß es nicht. Ich muss nochmal nachgucken, ob das für die Nase war oder fürs Ohr. Ich habe das eben an die Nase gehalten und irgendwie hat es nicht so... Okay, ich bin jetzt auch nicht geschminkt oder so, ne? Aber irgendwie sah es komisch aus. Ist auch egal. Und diese Dinger hier, die sind aber für die Ohren hier, finde ich so toll, ne? Ich will auch so irgendwie alles voll, aber ich habe irgendwie Angst davor. Total dämlich. Ich habe drei Löcher, aber ich benutze immer nur zwei. Und das hier oben nicht, weil das ist so sehr empfindlich. Also das müssen wirklich schon echte Ohrringe sein und nicht so Modeschmuck. Naja, so. Und dann habe ich mir für die Haare was gekauft. Ich liebe Wikinger-Filme und alles, was so mit Wikinger zu tun hat. Ich weiß nicht, ich finde das so... Und es gibt hier jemanden, Kenne ich nicht. Aber ich habe den zweimal gesehen oder so. Und der hat auch solche Haare und... Ja. Und dann eine Frau, aber die gehören nicht zusammen. Die sieht auch so mega aus. Ich finde das so, so hübsch, ne? Ja. Ich würde mich auch gerne irgendwie anders kleiden, aber irgendwie mache ich das nicht. Dann würde ich ganz anders rumrennen, Leute. Ganz anders. So. Auf jeden Fall sind das hier für die Haare solche... Dinger, die man denn da reinmacht. Vielleicht gehe ich mal Fasching als Wikinger oder so. Keine Ahnung, aber wir haben hier auch mal so ein Fest und da könnte man sich ja dann auch so anziehen, verkleiden, ne? Oder zumindest die Haare so machen. Naja. So, dann habe ich hier so eine Box bestellt und nur eine. Ich habe gedacht, ich hätte zwei mitgenommen. Das ist eigentlich für die Karten von meinen Kindern. Aber wenn ich nur eine habe, dann ist das ein bisschen doof. So, dann habe ich noch Osterkeksausstecher. Das ist so ein Hasenhintern, richtig süß mit dem Puschel da. Dann gibt es einmal so ein Küken. Ich muss einmal kurz gucken, wie rum. So rum gehört der. Also hier sind die Augen, der Schnabel und dann das Ei. Richtig süß. Und noch so ein Osterei. Einfach, ja. Die haben ein paar Cent gekostet. Schön. Durften die auch noch mit, das habe ich euch schon gezeigt. Und dann zeige ich euch noch das hier, so ein Tablett, das für die Küche, weil ich finde, das passt richtig gut rein, oder? Ja, so, wenn das hier so steht und dann da vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, eine Kerze oder auch dieser Baum hier drauf.
hübsch aus. Soll ich euch das mal zeigen? So. Das ist noch der Weihnachtsbaum. Das steht hier noch. Ja, auf jeden Fall das. Und dann habe ich für die Kleine so ein Lätzchen hier bestellt. Das ist aber noch sehr, sehr groß, aber das soll für ihr Alter sein. Aber das ist ja, da versinkt sie noch drin. Aber egal, dann hat sie länger was davon. Es hat irgendwie 5 Euro oder so gekostet. Sie isst ja alleine, außer Mittagessen. Und wenn sie Apfelmark bekommt, das mache ich. Obwohl heute Morgen hat sie auch mit den Händen reingegriffen und Finger abgelutscht. Aber ihre ganzen Klamotten sehen halt eben dementsprechend auch immer aus. So, dann habe ich Ostereier gekauft. Die gibt es allerdings auch bei Kick. So rot, rot. Schwarz-Gold. Richtig toll. Ja. Und das war's. Das andere ist für Gewerbe. Und das zeige ich euch noch. Ich habe hier einen Silikonbecher bestellt. Weil ich habe vor Weihnachten schon dieses Keramikzeug da, Gießpulver. Habe ich hier noch irgendwas? Achso, ja. Ja, ein Ring. Habe ich aber nie eingestellt. Das ist so ein Kerzen-Teelichthalter zum Beispiel. Ja, sowas habe ich gegossen und Tabletts und so. Aber habe ich gar nicht eingestellt. Was ist das hier jetzt? Aber mache ich dieses Jahr. Könnte ich eigentlich jetzt schon einstellen und im Winter dann aktivieren. Ne? Aber ja, das hat man im Kopf, macht man aber nicht. Dann so ein Häuschen. Das passende Tablett dazu. Das macht man dann so daran und so. Und jetzt für Ostern habe ich so einen Hasen gekauft. Der ist süß, ne? Da kommen dann so ein paar Blümchen rein. Könnte man machen. Oder ein Ei oder so. Könnte man auch machen, ne? So kleine Mini-Eierform aus Fimo. Sieht bestimmt auch süß. Aber das ist ein Blumentopf, also eher für... für Blümchen. Genau. Und dann habe ich noch kleine Säckchen bestellt. Kleine Hasensäckchen. Moment, ich zeige euch das mal. Ich binde das mal schnell. Ich finde die so süß. Habe ich jetzt nur in rosa und in grau. Aber Ostern ist ja auch schon bald, ne? Muss mich mal ein bisschen beeilen. So. So kleine Säckchen sind das richtig, richtig süß. Da passt ein bisschen Naschi rein. Ich meine, es ist ja Ostern, ne? Und nichts, kein Weihnachten oder Geburtstag. Genau. Entweder versteckt man das denn oder die Kinder haben das so und suchen dann so ihre Eier. Weil eigentlich ist da richtig viel Platz. Also da passt richtig... Ich habe hier ein Ei, gerade zufällig. Noch vor Weihnachten. Diese Rieseneier hier. Ich will nur mal gucken, ob das da reinpasst. Ach, Angelina. So. Seht mal, ich habe gesagt, da ist richtig viel Platz drin. Selbst das Ei ist hier drin verschwunden. Genau, einmal in diesem Grau und einmal in Rosa habe ich gekauft. Da kommen jetzt noch die Namen drauf. Ich weiß nicht, ob ich das plotte oder Sublimation, weil das ist Polyester und da kann ich auch mit Sublimation arbeiten. Da kann ich nämlich richtig schöne Schriften dann auch nehmen. Oder auch klein, weil das ja auch klein ist. Ne? Wenn jetzt einer von euch ein Kind hat mit einem langen Namen, so wie meiner, heißt ja eigentlich nicht Milos, sondern Alejandro. Und Alejandro müsste ich ja dann ganz klein schreiben, damit das hier raufpasst. Und mit Sublimation würde das auf jeden Fall funktionieren. Ne? Und dann steht hier Alejandro drauf. Ja, habe ich gedacht. Oder erstes Ostern, ich weiß nicht. Ihr könnt ja auch sagen, was ihr drauf haben möchtet. Also es kommt in den Shop. Nur mal so. Aber ich muss sagen, ich habe hier von 10, glaube ich, von den rosanen und von den grauen habe ich, glaube ich, nur 3. Und 2 sind dann schon weg für mein Kind, oder? Ich weiß gar nicht, wie viel. Oder sind da 5 drin? Dann hätte ich noch 3. Also meine Kinder kriegen zuerst. Der Rest wird dann eingestellt. Genau.
Das war's. Mehr. Ach nein, stimmt gar nicht. Ich habe noch was für unser Zuhause gekauft. Und zwar Trockenblumen. Habe ich. Ich fand die so hübsch. Und ich finde, das passt alles so richtig gut hier in die Küche rein. Ne? Ja, dieses Naturzeug mit der weißen Küche. Ich habe immer noch nicht die Griffe angebracht. Das werden wir alles nächste Woche zusammen machen. Und dann kriegt ihr das Video. Genau. Und das war's mit diesem Video. Meine Tochter nimmt wieder den Wäschekorb auseinander. Hä? Maria? Guckt um die Ecke. Ja, sie liebt die Wäsche auseinanderzunehmen. Gestern auch. Ich habe die Wäsche mit ihr zusammen oben sortiert im Bett. Und alles so schön auf dem Haufen. Und sie nimmt die Wäsche und packt sie wieder in den Wäschekorb. Ja, super. So, ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Und dann sehen wir uns zum nächsten Video am Montag, denke ich mal wieder. Also wie vorher auch, dass das jetzt wieder regelmäßig kommt und zur normalen Zeit. Hey, hallo! Ja! Und in unserem Kühlschrank ist so gut wie nichts mehr. Und dann werde ich, glaube ich, Montag einkaufen gehen. Und dann kriegt ihr auf jeden Fall das Küchenvideo. Und, ach so, ich habe noch eine Kooperation, die bekommt ihr dann auch noch. Zwei habe ich. Die bekommt ihr dann auch. Nein, 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 nein. Alles anpassen. So, ich wünsche euch was. Oh, meine Haare sehen aus. Tschüss.